du alter Schelm. So, erste Tat wird sein, zu speichern. Und dann werden wir uns mit Sothe eine Münze schnappen, die hier liegen sollte. Wobei, das machen wir später. Wir kümmern uns erstmal um den Gegner. Stecken mal die Reichweite des Magiers ab. Okay. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Verstehe ich nicht. Warum geht die Reichweite des Magiers bis hier? Wenn er 1, 2, 3, 4, 5 Reichweite hat, kann er doch hier nicht angreifen. Kann er auch nicht. This is a little mistake, denke ich doch mal. Ist doch wurscht. Erstmal müssen wir dich hier umboxen. Das machen wir wohl mit Aaron, weil der wahrscheinlich wieder eine gute Trefferwahrscheinlichkeit hat. Ja. Und unterstützenderweise vielleicht mit Eddie. Oder mit Leonard. Ach, machen wir mit Leonard. Hopp. So, Aaron. Und das müsste ja passen. Spitzenmäßig. Dann, wen stellen wir jetzt in die Reichweite des Magiers? Ich denke, eine Magierin. Das macht Sinn. Also stellen wir Mikaya mal hier hin. Und warten. Schnappen uns mit Sothe die Münze, die hier eigentlich sein müsste. Spitzenmäßig. Heilen Jill. Und sind dann eigentlich fertig für diesen Zug. Haha. Und die donnert ihm 16 rein. Als Magierin. Der hat eigentlich haben Magier ja eine gute Resistenz. Das interessiert Mikaya aber mal sowas von gar nicht. Ach nein, was haben wir denn da? Bögen, Bögen, Wurfbeile. Na, ganz toll. Das heißt, wir bleiben hier oben verschanzt. Beziehungsweise wir bleiben hier oben stehen. Und werden uns jetzt lediglich noch mit Aaron den Magier schnappen. Und uns dann erstmal um die vier kümmern, die von unten nachkommen. Okay, Aaron. Ah, das ist in Ordnung. Das passt. Gut, hätten wir das. Ja, dann kommt ihr mal alle mit. Ach, hier unten. Wow. Okay, es geht gleich weiter, wenn wir hier wieder in Range und nicht out of Range sind. Bis gleich. So, weiter geht's. Alles geregelt. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum das ab und zu mal passiert.
Ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch. Vielleicht werde ich mich da irgendwann mal näher mit beschäftigen, warum das so ist, wie es ist. Jill? Warte. Dann Leonard. Kaya mal nach hier, dann kann Laura gleich heilen. So, ist zwar nur ein KP, aber ist Erfahrung für Laura. Du wartest hier und dann sind wir fertig. Hä, wo geht ihr denn hin? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, Moment. Eure Reichweiten hätte ich doch ganz gern im Auge. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Schade. Leonard, pass mal auf. 12. Ja, hier müssen wir dann wohl mal mit Sothe ins Geschehen eingreifen. So langsam aber sicher. Habe ich jetzt schon... Ich weiß nicht, ich mache einfach nochmal. Eddie, pass mal auf. 2x3, 2x6. Müssten wir schon das Kriegerschwert nehmen, was? 4x6. Den würden wir ja schaffen. Ich will aber viel lieber beide Bogenschützen schaffen. Aber sowas von viel lieber. Ach, was mache ich denn hier? 9. 12. Immerhin. Ja, und was machen wir dann mit dir hier? Das reicht noch nicht mal. Ja, das ist ja alles blöder Mist, blöder. Wenn wir jetzt mit Leonard und Edward den besiegen, ja? Das passt. Dann mit Jill und Nolan ihn. Das müsste ja auch laufen. Und mit Sothe und Mikaya ihn. Und dann besteht die Gefahr, dass er sich Eddie schnappt. Angriff 26. 18 Schaden. Angriffsgeschwindigkeit 14. Das ist kein Problem. Gedoppelt wird er dann nicht. Aber es kann natürlich sein, dass er von dem was abkriegt, wenn er angreift. Das Risiko besteht ja immer und da kriegt er auch 16 verpasst. Was eine ganze Menge ist. Was haben wir denn für eine Trefferwahrscheinlichkeit des Gegners? 61% ist viel.
Das ist eine Menge. Wenn wir den... Kriegen wir den mit irgendwem auf 12 runter? Wahrscheinlich ja mit Nolan. Auf 9 runter. Dann wäre das mit dem Kriegerschwert bei Eddie kein Problem. Okay, dann würden wir den Bogenschützen dann halt mit Leonard und Phil. Würde das denn funktionieren? Genau mit der Stahlaxt. Nee, es reicht nicht. Wir brauchen 13 Schaden. Ach, das sind jetzt. Nee, sowas ist ätzend. Sowas ist echt ätzend. Ach, das ist doch alles nicht einfach hier. Aber warum sollte es auch? Das ist ja das Schöne an dem Spiel, dass es übelst knifflig ist. Auch wenn es einem manchmal vielleicht ein bisschen auf den Geist gehen kann. Manchmal ist es auch unfair. Das wird auch noch richtig unfair. Bis jetzt hält sich das ja alles noch in Grenzen. Macht den Tormo, der tötet die wahrscheinlich alle. Ja, 2x15. 2x15, ja. Und Vika? Nein! Was ist das denn? Warum kann die denn nicht angreifen, wenn die sich verwandelt hat? Ach, ich hasse das, wenn ich mich verklicke. Jetzt steht die... Ist Vika da, wo sie nicht sein soll? Ich probiere mal... Das kriegen wir aber noch hin. Das kriegen wir hin. Ja, jetzt hat sich überhaupt nichts verändert. Oh! Volo macht ihn ja gar nicht platt. Dann könnten wir ja hier einfach... Volog rangehen. Ja, so machen wir das mal. Ja. Ja, Volog ist gut. So. Dann können wir hier nämlich mit Eddie mit dem Stahlschwert Ende machen. Ich befürchte ja fast. Ich befürchte ja fast. Geht das denn jetzt gut? Wir müssten erstmal hier platt machen. Dann nehmen wir mal den Bronzedolch.
weil Bronzewaffen können nicht critten und da Sothel da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat und ich das nicht will, dass er den wegcrittet. Crittet. Ein tolles Wort mit ganz vielen T's. So, und dann nehmen wir anstatt Mikaya den guten Leonard mit dem Eisenbogen. Spitze. So, und dann bekommt der zweite Bogenschütze. Chuck zu spüren. Und Jill, du der Eisenaxt. Einfach weil die Trefferwahrscheinlichkeit so viel besser ist. Jawoll, das sieht doch gut aus. So, und jetzt gucken wir mal. Ja. Dann wartest du hier. Dann holen wir Aaron noch ran. Laura, du kannst dann gleich mal heilen. Heil doch mal, Leonard. Den hast du noch gar nicht geheilt. Fühlt sich total vernachlässigt. So, Mikaya holen wir auch nochmal nach unten. Und dann war's das. Dann warten wir erstmal ab. Lassen die drei hier noch rankommen. Und können dann eigentlich mit der Truppe doch hier unten lang gehen, wo ich eigentlich oben lang gehen wollte. Okay, also machen wir erstmal Ende. Denn oben am Tor, was sich geöffnet hat, ging es eigentlich nur um die Münze, sonst um gar nichts. Deswegen können wir jetzt auch gerne hier unten lang gehen. So, jetzt müssen wir euch drei dann noch irgendwie umboxen. 1, 2, 3, 4. Na gut. Ja, das macht es jetzt dann hier hinten auch nicht leichter, wenn wir denn da irgendwann mal ankommen. So, Eddie braucht erstmal eine Heilung. Kriegt er auch. So, und dann. Okay, du kommst an den ran. Wie viel Schaden schenkt der dir denn ein? Die haben ja alle Fernwaffen. Das ist ein bisschen ätzend. Oh, und alle eine ganze Menge KP. Was noch viel ätzender ist. Was noch viel ätzender ist, meine Herren. Aaron, du kommst immerhin an den ran. Aber auch an den Bogenschützen. Wie viel Schaden machst du denn dem? Moment. Ich will erstmal speichern. So, und dann gucken, wie viel Schaden du machst. 12. Bräuchten wir irgendwie, der ihm 14 reinballert. Das wird hier nichts, genau. Das könnte also nur mit Mikaya klappen. Ja, da klappt es sogar ganz sicher. Dann hätten wir für unten die Jill, Nolan, Edward, im Notfall Sothel und Leonard.
der aber Reichweite 6 hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der würde dann zumindest hier unten mitmischen können. Pass mal auf. Ich glaube, wir machen das mal. Wie viel Schaden kriegt denn Nikaya? Bisschen viel, wie ich finde. Aber wir könnten ja auch mit Nikaya richtig nah rangehen. Dann kriegt sie überhaupt keinen Schaden. Und dann mit Aaron ihm den Rest geben. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die drei hier unten. Papa Nolan. Wie sieht's aus? Ganz gut, wie ich finde. Schaden kriegst du. Okay, Edward. Oh. 2x11 ist sehr gut. Wenn er ihm natürlich die 16 Schaden verpasst, dann haben wir im nächsten Zug ein großes Problem. Aber wir kommen ja... Kommen wir mit Volok im Notfall hin, um zu retten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Pass mal auf. So. Das machen wir jetzt einfach mal. Oder auch nicht. 25 Angriffskraft, das wollte ich noch gerade nachgucken. 10 Verteidigung macht 15 Schaden. Passt. Passt. Okay. So, dann mach mal. Leonard. Eisenbogen reicht nicht, ne? Nee. Dann nehmen wir den Stahlbogen. Klappt ja auch. Gut. Dann. Jill. 13. Okay. Wie viel Schaden kriegst du? 11. Dann hast du noch 15. Du hast eine Verteidigung von 14. Das passt sogar. Dass sie das auch überlebt. Das ist gut. Wenn der Bogenschütze dann sie angreift, dann machen wir das. Jawohl. Das ist gut. Das ist richtig gut. Nee, du wartest mal hier. Und dann... Machen wir das erstmal mit Nikaya hier. Achtzehn. Gut.
War das nicht davor irgendwie mehr oder habe ich da eine falsche Zahl bekommen? So. Aaron. Na, da gehen wir doch auf Nummer sicher. Yes! So, und dann... Kollege Edward. 2x11. 2x8 reicht nicht. Wir können auch auf absolut Nummer sicher gehen und das Kriegerschwert nehmen. Dann kriegt er ganz sicher keinen Schaden. Ja, so machen wir das. Da brauchen wir gar nicht zu hoffen, dass der nicht trifft oder so. Dann haben wir überhaupt kein Problem. Ah, sehr schön. Stärke und Geschwindigkeit. Jetzt haben wir schon. Ist Geschwindigkeit jetzt bei 20 auf Maximum? Ja, ist es. Das ist gut. Ja, Verteidigung ist natürlich ganz dünne. So, Stärke 11 mit Level 15. Ah, das... Naja. Könnte etwas besser sein. So, da müssen wir jetzt mal gucken, wen der Bogenschütze alles angehen kann. Das dachte ich mir nämlich fast. Deswegen stellen wir hier mal noch mit Voluk zu. Ja. Kommt ihr mal alle schön nachgerückt. So. Ach, hätten wir ja jetzt reden lassen können. Das können wir aber jetzt immer noch machen. Ah, hallo. Lange nicht gesehen. Kleiner Sothe, du bist groß geworden. Wieso sagen das immer alle? Hm. Du weißt schon, klein. Ah, tut mir leid. Ich schätze, ich muss euch jetzt wie einen richtigen Mann behandeln. Ich bitte darum, so oder so ähnlich. Sir Sothe, passt euch das besser? Sothe reicht schon, einfach Sothe. So vertraut könnte ich nie mit einem guten Freund meines Kleinen sprechen, fürchte ich. Wenn ihr es also gestattet, Sir Sothe? Sir Sothe? Nein, ich bin kein. Ach, wenn es denn sein muss. Ja. Muss. Wat mut, dat mut. Ach, komm, Vika, auch noch einen. So. Haben wir sie alle bewegt. Auf Nolan, das war zu erwarten. Aber das überlebt er ja, ne? Genau. So, dann hauen wir jetzt den Bogenschützen weg in der nächsten Runde. Und die nachgerückten Einheiten bewegen sich jetzt schon.